Heute soll es um dieses Buch hier gehen. Ja, ich habe es gelesen und wie ich es fand, erfahrt ihr jetzt. Als allererstes ist mal vorweg, ich habe Coldworth City netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass die mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben. Coldworth City ist ein Knauer Verlag erschienen, kostet neu 12,99 € und ist ein Taschenbuch. Und ja, ich habe das Buch gelesen und ich erkläre euch natürlich wie immer erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Raven und Raven ist eine Mutantin und in der Welt, in der Raven lebt, gibt es halt normale Menschen und die Mutanten. Und es ist so, dass die normalen Menschen natürlich Angst haben vor den Mutanten und ihren Fähigkeiten und die deswegen versuchen so ein bisschen zu unterdrücken, obwohl es ein Gesetz gibt, dass alle Menschen und Mutanten eigentlich gleichberechtigt behandelt werden sollen. Und Ravens Mutter ist mit 14 Jahren gestorben und sie ist zu einer Forschungseinrichtung gekommen. Also sie wurde damals dann gefragt nach dem Tod ihrer Mutter, ob sie sich zur Forschung zur Verfügung stellen möchte, denn es soll ein Heilmittel gesucht werden gegen die Genmutation, sodass halt alle Mutanten auch wieder als normale Menschen leben können. Denn es gibt ganz, ganz viele Mutanten, die mit ihren Kräften nicht so zurechtkommen und die auch Angst vor ihren Kräften haben und die natürlich durch ihre Kräfte auch getötet werden. Und Raven ist eine davon, denn Raven ist eine Psi. Das heißt, sie vereint mehrere Mutationen in sich. Dadurch ist Raven halt etwas ganz, ganz Besonderes, da sie eine starke Mutantin ist. Und nach dem Tod ihrer Mutter hat Raven halt auch keine wirklich andere Wahl, als sich diese Forschungseinrichtung anzuschließen. Denn, wie gesagt, sie möchte geheilt werden, sie hat da keine Lust mehr drauf, sie möchte ein ganz normales Leben leben und weiß halt nach dem Tod ihrer Mutter auch nicht so wirklich, wohin mit sich und ihrem Bruder. Und ja, stellt sich dann halt für diese Forschungen zur Verfügung. Und sie merken halt ganz, ganz schnell, dass die Aid halt nicht so nett ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Und als sie dann anfangen wollten, an ihrem Bruder auch rum zu experimentieren, hat es Raven gereicht und sie haben ihren Tod vorgetäuscht und sind geflohen. Seitdem sind 3 Jahre vergangen und die beiden sind immer noch auf der Flucht und Raven arbeitet in einer Bar und versucht Kleinkriminelle aufzuhalten, also Drogendealer und Autodiebe und keine Ahnung, denn Raven muss ihre Energie loswerden. Also sie hat ja diese Telepathie und diese Telekinese und die Energie, die sich dadurch in ihr sammelt, die muss sie irgendwo rauslassen und loswerden, sonst wird sie irgendwann von ihren Energien verschlungen. Und deswegen jagt sie Kriminelle, denn wenn sie da halt mal ihre Telekinese benutzt und die Bösen verfolgt und verjagt, dann ist sie das los und dann explodiert sie nicht mehr irgendwann, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, eines Tages taucht dann in ihrer Bar ein Typ auf und dieser Typ heißt Wade und Wade macht ihr ein Angebot. Er macht ihr das Angebot, sich den Rebellen anzuschließen und gegen die Aid zu kämpfen. Und Raven lädt das Ganze aber erstmal ab, muss dann aber kurze Zeit später feststellen, dass sie keine andere Wahl hat, als sich den Rebellen anzuschließen. Und ja, wieso, weshalb, warum sie das tut und was am Ende dabei rauskommt und ob die Rebellen es schaffen, gegen die Aid zu kämpfen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich jetzt anfangen soll. Als allererstes vielleicht nochmal vorweg, dies ist meine persönliche Meinung zu diesem Buch. Es wird Leute sicherlich geben, die eine komplett andere Meinung haben über dieses Buch wie ich, das ist auch komplett in Ordnung, aber es geht jetzt hier um meine persönliche Meinung zu dieser Geschichte und die fällt leider nicht so gut aus. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass dieses Buch nur 300 Seiten hat und auf diesen 300 Seiten passiert einfach mal bis zum Ende, bis zu den letzten 50 Seiten, passiert einfach mal fast nichts. Also es passiert einfach nicht wirklich viel. Also das, was hier auf 250 Seiten beschrieben wird, machen andere Autoren auf 50 Seiten. Ne? Einfach so zum Reinkommen in die Geschichte. Und hier wird es einfach mal über das komplette Buch gezogen, was ich schon mal sehr, sehr schwierig fand, weil es hat sich einfach verdammt gezogen beim Lesen, weil einfach nicht viel passiert ist und dachtest immer nur so, wann passiert denn jetzt endlich was? Verdammter Hack, ich bin schon bei der Hälfte und es ist immer noch nicht wirklich passiert. Also ja, also von der Handlung her, wie gesagt, hat sich streckenweise echt gezogen, weil einfach nichts passiert ist, bis auf die letzten 50 Seiten. Da ging es dann nochmal kurz Rambazamba und dann zack, 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 Ende. Und da hätte ich einfach das alles ein bisschen mir ausführlicher gewünscht zum Ende hin und nicht am Anfang so ein Kaugummi. Also da hätte ich lieber am Anfang irgendwo 50 Seiten eingespart und hätte die hinten dran gepackt oder zwischenrein gepackt. Also ja. Ja, also von Handlung her, wie gesagt, war es nicht mein Fall. Ich fand es halt einfach teilweise sehr kurz abgehandelt. Es ist nicht wirklich viel passiert in der Geschichte. Ich hatte mir da einfach auch was anderes drunter vorgestellt. Was die Charaktere betrifft, da habe ich leider auch kein gutes Haar dran zu lassen, denn die Charaktere, gerade Raven, ist sehr sprunghaft. Also heute ist sie so, morgen ist sie so, übermorgen ist sie wieder so. Und auch Wade als ihr Gegenpart in der Geschichte ist... Also, ich habe mir beim Lesen gedacht, so...
was erzählst du denn da? Die ist überhaupt nicht so. Der hat Raven halt als immer als egoistisch bezeichnet, als selbstverliebt, als egozentrisch und keine Ahnung was nicht noch im Endeffekt. Und so ist die überhaupt nicht. So wurde Raven in diesem Buch auch überhaupt nicht dargestellt. Und du denkst halt die ganze Zeit, wie kommt der da drauf? Das war absolut unglaubwürdig und es sollte hier wahrscheinlich einfach so dargestellt werden, hey, er ist so der Bad Boy und er ist erstmal so gegen sie und ja, das kam so überhaupt nicht an bei mir. Also, ich habe mich da teilweise so aufgeregt. Also wie gesagt, Raven war als Protagonistin in diesem Buch sehr sprunghaft. Also ich konnte sie auch nicht greifen. Ich habe auch null Empathie mit ihr gehabt. Also die hätte von mir aus sterben können auf den ersten 50, 100 Seiten. Das hätte mich nicht gekratzt. Also ich habe mit ihr null gefühlt. Ich konnte mich in sie nicht hineinversetzen. Ich konnte mir ihre ganze Lage nicht vorstellen. Ganz einfach, weil ich das schon nicht verstanden habe, wie ich meinen Tod vortäuschen kann. Und dann verschwinde ich nicht mehr aus der Stadt, aus der ich fliehe. Also so hat sich das für mich angehört. Denn in dieser Welt, in der das spielt, gibt es auch irgendwie nur diese eine Stadt, Coldworth City. Es spielt alles in dieser Stadt. Da gibt es nichts anderes in dieser Welt. Und ganz ehrlich, wenn ich von einer Geheimorganisation gefangen genommen werde und dann fliehe, dann sehe ich doch zu, dass ich so weit wie möglich von denen wegkomme und nicht in der gleichen Stadt bleibe. Also Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich konnte die Handlungsweisen der Protagonistin nicht verstehen. Ich habe die Beziehung zu ihrem Bruder nicht so ganz verstanden. Ich habe die Beziehung, die ihr Bruder zu seinem besten Freund hatte, nicht ganz verstanden. Da habe ich zwischenzeitlich gedacht, die sind ein Liebespaar, weil es hat mir das Herz gebrochen, dass ich ihn nicht mehr gesehen habe und so ein Kram. So redet doch kein 13-jähriger Junge zu seinem besten Kumpel. Es hat mir das Herz gebrochen. Ey, na sorry, da denke ich doch, dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt. Also ich habe wirklich streckenweise gedacht, dass da mehr geht zwischen dem Bruder und seinem besten Kumpel. Also, das war alles so, was mich so aufgeregt hat in diesem Buch. Die Charaktere waren absolut nicht greifbar. Die wirkten teilweise sowas von übertrieben in die eine oder in die andere Richtung. Die waren so sprunghaft und das ging gar nicht. Also, ich habe nur gedacht, was ist hier bitte los? Und auch das, wie gesagt, das Worldbuilding. Es gibt nur diese eine Stadt. Es gibt nur Coldworth City. Es ist ja im Prinzip Urban Fantasy. Und es gibt aber nur diese eine Stadt. Die ist monstermäßig groß, die ist riesig, diese Stadt. Aber es gibt nichts anderes drumherum. Und die AD-Bösen haben natürlich 4 Labore in dieser Stadt. 4. Da weißt du, wie groß diese Stadt ist, wenn die da 4 Labore haben. Und es gibt nichts anderes. Und man haut nicht aus der Stadt ab, wenn man flieht vor einer geheimen Organisation. Ich habe das nicht verstanden. Ich konnte das absolut nicht nachvollziehen. Und es tut mir leid, dass ich jetzt hier auch so ein bisschen spoiler. Also wie gesagt, das Worldbuilding hat mir auch absolut nicht gefallen. Ich fand auch, dieses Buch war gespickt von sinnlosen Umschreibungen und Beschreibungen. Da wurden Räume bis ins kleinste Detail beschrieben, wo ich mir denke, warum? Was interessiert mich das denn jetzt? Ich möchte gerne mal endlich, dass die Handlung vorwärts kommt. Und die kommt ja nicht vorwärts, weil ja auch nicht viel passiert in diesem Buch. Und also das war einfach so überhaupt nicht meins. Also von der ganzen Aufmachung schon her, was die Geschichte betraf, war es überhaupt nicht mein Fall. Also ja, also Worldbuilding war für mich halt auch nicht wirklich cool. Es war für mich auch eher so, naja, lassen wir das einfach. Jetzt habe ich den Akku gewechselt. Also wir hatten, Handlung ist nicht wirklich viel passiert, Charaktere waren absolut undurchsichtig und für mich nicht greifbar. Worldbuilding war für mich nicht irgendwie, ja, war irgendwie für mich auch sehr merkwürdig. Wie gesagt, da gab es nur diese eine Stadt. Alles spielte in dieser Stadt. Und ja, der Schreibstil, ich war so erschrocken über diesen Schreibstil. Die Konversationen, die in diesem Buch stattgefunden haben, waren so banal und so abgehackt teilweise auch. Also da kam nie eine wirkliche Unterhaltung zustande. Das war immer so tak, 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 tak. Da kam Satz, Beschreibung, Satz, Beschreibung, Satz, Beschreibung. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit so, what? Was ist hier los? Was hat die Autorin hier bitte getan? Ich habe ja die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen, ja, und bis auf Begin Again fand ich ja die anderen beiden Bücher wirklich gut, gerade Feel Again hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte da die Charaktere, ich mochte das Feeling in dem Buch, ich mochte den Schreibstil, ich fand das alles so gut. Und deswegen hatte ich natürlich auch entsprechende Erwartungen an Coldworth City und dieses Buch war komplett anders als die Again-Reihe. Der Schreibstil ist komplett ein anderer. Ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, das hat hier ganz wer anders geschrieben. Teilweise hatte ich das Gefühl, das kam wieder so durch wie bei Feel Again. Dieser Schreibstil hat mich einfach überrascht und das nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen, weil wie gesagt, die Sätze waren abgehackt, diese Beschreibungen waren einfach zu viel
Und es war so ganz anders wie bei der Again-Reihe. Ich habe mir bei Mona-Kasten stelle ich mir inzwischen wirklich einen total tollen, warmen, gefühlvollen Schreibstil vor. Und natürlich ist das hier eine Mutantengeschichte und keine Love-Story. Natürlich muss man das alles ein bisschen anders beschreiben. Aber vom Grundaufbau her bleibe ich doch meiner Sache eigentlich treu und bleibe meinem Schreibstil treu. Und das war hier einfach vom Schreibstil her, ich weiß nicht, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich habe mir immer nur wieder gedacht, so, was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Ich war absolut unzufrieden. Also ich bin mit dieser ganzen Geschichte im Großen und Ganzen einfach unzufrieden. Und dann kommt noch bei mir erschwerend hinzu, dass ich ganz, ganz große Probleme hatte mit der Geschichte, weil ich ein verdammt großer Marvel-Fan bin. Ich bin ein Fan der X-Men, ich liebe Marvel-Comics, ich liebe die ganzen Filme und ich habe die ganze Zeit beim Lesen gedacht, das ist wie ein X-Men, das ist wie ein X-Men 2, das ist wie bei Dot, das ist wie bei Dot. Also ich habe einfach nur die ganze Zeit gedacht so, das kommt mir irgendwie einfach alles bekannt vor. Also das, klar, man kann das Rad nicht neu erfinden, ne? Also was es gibt, gibt es und Mutantengeschichten sind Mutantengeschichten und wenn es Mutanten gibt, klar, die haben immer alle Fähigkeiten und das wird immer alles so sein. Aber ich habe hier teilweise so viele Parallelen in meinem Kopf gehabt zu anderen Sachen, wie ich aus Filmen kannte, dass ich einfach nur dachte, so what? Also ich hätte mir hier einfach gewünscht, wenn es hier ein Element gegeben hätte, was einfach mal so ein bisschen frischer ist und so ein bisschen neu, mal was anderes. Also ich habe ja im Vergleich zum Beispiel vor kurzem, letzten oder vorletzten Monat, habe ich ja Karma Girl gelesen von Jennifer Estep. Das ist keine Mutantengeschichte, sondern eine Superheldengeschichte. Aber Superhelden sind ja im Prinzip auch nichts anderes wie Mutanten. Und das war einfach mal vom Aufbau her so was ganz Neues, so was ganz anderes und so was ganz Tolles mit einer ganz, ganz tollen Welt. Und dann habe ich das hier gelesen und habe gedacht, das geht vielleicht auch so in die Richtung, halt nur jetzt nicht auf Superhelden aufgebaut, sondern halt auch Mutanten. Und dann kriegst du sowas. Und dann denke ich mir so, what? Das ist doch nicht jetzt hier der Ernst. Boah, und es tut mir voll leid, dass ich mich jetzt gerade so darüber aufrege, aber ich bin einfach so enttäuscht von dieser Geschichte. Ich habe einfach was ganz anderes erwartet und also, ja, ich finde das so traurig auch. Ich hätte mich so gefreut, wenn dieses Buch so gut geworden wäre, also für mich gut, ne? Also wie gesagt, es kann ja sein, dass es euch gefällt und das ist auch völlig in Ordnung, wenn es euch gefällt und das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte nicht wieder hier, dass sich irgendwer auf den Flips getreten fühlt, weil er das Buch gut findet. Das ist meine Meinung, was ich jetzt hier gerade sage, aber ich fand dieses Buch nicht schlecht, ich fand es aber auch nicht gut. Also ich kann nicht beschreiben, wie ich dieses Buch fand. Also es war nicht gut, es war nicht schlecht, es war irgendwo da dazwischen. Und ich habe einfach mir so viel erhofft von dieser Geschichte und dann habe ich einfach eine Enttäuschung erlebt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es tut mir leid. Also es war einfach nicht meine Geschichte, kann ich dazu nur sagen. Also ja, alle Mona-Kasten-Fans da draußen, es tut mir leid, ich, wie gesagt, bin auch ein Fan der Again-Reihe und ja, mochte die total, gerade wie gesagt, viele Again hat es mir besonders angetan, das war eine so gute Geschichte und ja, ich kann mit Coldworth City einfach nichts anfangen und ich weiß, dass ich weiterhin Liebesgeschichten von Mona-Kasten lesen werde, aber ich glaube, das nächste Jugendbuch von ihr werde ich dann eher aussetzen, ja. Mein Fazit zu Coldworth City ist, dass es leider nicht meine Geschichte war. Es war absolut nicht mein Buch. Es hat mich streckenweise wirklich aufgeregt, wie die Charaktere hier in dieser Geschichte waren, wie die Handlung war, was hier alles passiert ist. Es war alles so offensichtlich. Es war einfach nur so offensichtlich. Die ganze Story war einfach so offensichtlich. Und ich habe das ja mit Sina zusammen gelesen und Sina meinte einfach, dieses Buch ist ein komplettes Baukastensystem. Also du merkst bei dem Buch wirklich richtig die Struktur und den Aufbau eines Buches und das ist kompletter Baukasten. Hier passiert das, im zweiten Drittel muss das passieren, im dritten Drittel muss das passieren und ja, also ja, es war halt leider einfach nicht mein Buch und ich finde es sehr, sehr schade, dass es mir nicht gefallen hat. Ich hätte gerne gesagt, dass es eine Bombengeschichte ist, aber nein, war einfach nicht mein Buch und es tut mir wahnsinnig leid und ich hoffe, dass das nächste Buch, was ich von Mona Kasten lese, mir wieder besser gefallen wird. Wie gesagt, die Again-Reihe war großartig, aber hier das war einfach nicht meine Geschichte. Und ja, wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne wie immer in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wenn euch das Buch gefallen hat. Wie gesagt, Meinungen sind ja verschieden. Wir können ja auch mal darüber sprechen und schreiben, besser gesagt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das Buch kennt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ansonsten Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer auch in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und hoffe, dass ich jetzt nicht wieder 20.000 Abonnenten hier vergrault habe, wie das letzte Mal bei Hardwired. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.